Wer hat die meisten Diamanten bei Minecraft Walls? Während den 2 Wochen, die das Projekt Minecraft The Walls jetzt schon gelaufen ist, haben die YouTuber dort unglaublich viele Diamanten gefunden. Banks hatte sogar schon in seiner ersten Folge 39 Diamanten und alle YouTuber zusammen haben insgesamt auf jeden Fall über 200 Diamanten gefarmt. Aber wer hat eigentlich die meisten Diamanten bei Minecraft Walls gefunden? Das ist natürlich schwerer herauszufinden, als es klingt, denn viele Diamanten gehen verloren, weil sie in Werkzeuge, Verzauberungstische und Rüstung umgecraftet werden. Manchmal gehen dann natürlich auch Diamantspitzhacken kaputt. Banks zum Beispiel hatte eine Diamantspitzhacke kaputt gemacht. Wenn man jetzt also Banks Inventar sieht und anhand seiner Rüstung und Werkzeuge ausrechnet, wie viele Diamanten er gefunden hat, dann fehlen 3 Diamanten, die er wegen der Spitzhacke verloren hat. Das gleiche passiert auch, wenn die YouTuber bei Minecraft Walls 2 Schwerter, die verzaubert sind, zusammencraften, um ein besseres Schwert zu bekommen. Da gehen 2 Diamanten verloren, die man nie wieder sehen wird. Deshalb habe ich alle Minecraft Walls Folgen von jedem einzelnen YouTuber analysiert und genau gezählt, wie viele Diamanten sie haben. Wenn sie also nie irgendwelche Diamanten versteckt haben, dann müssten diese Zahlen genau stimmen. Die meisten Diamanten hat in Minecraft Walls Banks gefunden. Er hat ganze 71 Diamanten. Danach kommt Alcrimax mit 70 Diamanten, Sue mit 69, Alphastein hat 52, Standardskill mit 48, Avive HD hat 40, Russik 33, André 31, Amir 29, Timmy 13, Candy 5 Stück und Lofty hat gar keine Diamanten bis jetzt. Aber sobald Lofty natürlich seine Minecraft Walls finale Folge hochlädt, sieht man, ob er vielleicht doch Diamanten gefunden hat. Insgesamt haben also alle YouTuber in Minecraft Walls 461 Diamanten. Das sind ziemlich viele. Denkt ihr, ein paar YouTuber haben Diamanten geheim gehalten und eigentlich über 100? Abonniert und jetzt tschüss.